Ja, den schönen sonnigen Nachmittag. Schön, dass Sie da sind, auch trotz des Sonnenlichtes. Ich darf Sie begrüßen. Ich bin Kim Fohlenstein. Ich bin Heilpraktikerin. Ich habe eine Schule, Heil und Kunst, 6 Minuten von hier im schönen Mühltal. Und ich praktiziere verschiedene Methoden. Craniosakrale Osteopathie, Homöopathie, Kinesiologie. Wir machen sehr gerne Aufstellungsarbeit. Und im Prinzip alles, was ich in der Praxis mache, unterrichte und bilde ich auch aus in der Schule. So habe ich irgendwie immer 2 Ebenen, gucke mir das schön an. Und ein Thema, mit dem wir gerade so ein bisschen unterwegs sind, also an der Schule, ist das Thema Ernährung. Und wir haben vielleicht vorweg einen Begriff in unserer Schule, der sehr wichtig ist, den nennen wir Ahnenmedizin eigentlich. Der steht jetzt nicht in der Überschrift, stand aber gestern so ein bisschen drin. Und da fragen mich immer ganz viele Leute, ach, gibt es das irgendwo zu lesen, können wir das mal nachlesen? Und ich habe überhaupt keine Zeit zu schreiben, was ich damit meine. Deswegen nutze ich dieses Forum, dass wir Vorträge haben und ich einfach erzähle, was ich damit meine. Und da versuche ich dann verschiedene, im Prinzip Organsysteme oder Gruppen, mir anzubeleuchten und zu erklären, wie sehen wir das dann, was machen wir in der Praxis. Und vielleicht finden Sie es ja auch spannend, wie ich da denke oder was ich da so rausfinde. Und das Thema, Hallo. Thema Nahrung, das, die Kunst des heilsamen Essens haben wir genannt. Ne? Ich glaube, das ist das, was drin stand. Genau. Vielleicht vorweg, mir geht es jetzt nicht darum, eine Art zu essen darzustellen, also sowas wie vegetarisch oder vegane Ernährung. So. Also darum geht es mir nicht. Das ist im Prinzip, sucht ja jeder im Essen einen bestimmten Zustand. Und eigentlich ist mein wichtigstes Anliegen vielleicht eine andere Sicht auf das, also nicht was wir essen, ja doch vielleicht, dass wir das, was wir Ahnenmedizin nennen, in dem, wie ich mein Essen auswähle, vielleicht auch finde. Ich finde das sehr interessant, das zu gucken. Das soll jetzt nicht irgendwie sagen, so, du ernährst dich falsch, sondern vielleicht suche ich ja in diesem, dass ich mir Nahrung suche, noch was ganz anderes. Ja, wir hatten gestern das Beispiel Darmstädter Weihnachtsmarkt, Gerüche, Erinnerungen durch Gerüche. Es gibt zum Beispiel Reibekuchen, sie erinnern uns an Oma und man kauft sich einen Reibekuchen, obwohl man vielleicht gar keinen Hunger hat, aber man ist dem Gefühl der Oma etwas näher. So, egal ob das jetzt schmeckt oder nicht, also manchmal ist es sehr lecker, was man isst. So, manchmal ist es einfach toll, weil es einen einfach daran erinnert. Das ist eigentlich dieses kleine Phänomen, obwohl es eigentlich überhaupt nicht schmeckt. Ne? Aber es ist so toll, weil man ist in diesem Gefühl drin. So. Vielleicht zu dem, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe, als ich so ausgezogen bin, in jungen Jahren, hatte ich eine große Schwester, die hat vegetarisch gelebt, das fand ich toll. Und ich wollte alles machen, was die auch macht, weil die war ja toll. Und dann habe ich das gemacht. 12 Jahre, war zufrieden damit, ist alles gut. Und dann hat mein Körper, also was heißt mein, doch eigentlich mein Körper, ich fand das interessant, wenn jemand Fleisch gegessen hat. Mein Kopf fand das komisch, ja, weil ich dachte, du isst ja kein Fleisch. Ne? Aber im Prinzip war ich so, ja, ich wollte das haben, da dachte ich auch, was mache ich denn? Der wird ja irgendwie was haben wollen. Ja, vielleicht hast du dir einen Mangel produziert oder so. Und dann habe ich überlegt, naja, wenn das so ist, dann musst du ihm, auch wenn dein Hirn das nicht will, gibst du deinem Körper jetzt Fleisch, weil irgendwie ist ja schön, wenn mein Körper auch für mich arbeitet. So. Dann habe ich das auch gemacht. Und im Moment lebe ich vegan, so, also auch seit einer Zeit. Das hatte aber angefangen, weil meine Kollegin hat das irgendwie angeschleppt und hat gesagt, komm, wir machen das mal. Und die hat dann Sachen angeschleppt, wo ich gesagt habe, also das kann ich nicht essen. Also ehrlich, es wäre auch noch schön, wenn es schmeckt und irgendwie, wenn es auch Spaß machen könnte. Und irgendwann kamen ganz andere Bücher ins Haus und wir haben eine ganz andere Art zu kochen angefangen, wo ich gesagt habe, ach, das ist jetzt toll. Und dieses Phänomen, dass jetzt da was anders ist, als es mal
war, als ich angefangen habe, vegetarisch zu nehmen. Das finde ich einen ganz spannenden Moment, weil da habe ich schon öfter überlegt, also es gibt Menschen, die fangen an, zum Beispiel sich vegetarisch und vegan zu ernähren, weil sie eine Abneigung haben. Ja, also es gibt auch ganz meine Kinder schon, ne, die sagen so, ich kann kein Fleisch essen. So, man muss ja nicht, also wir haben ja die freie Auswahl, wir dürfen ja essen, was wir wollen. So. Und da ist aber ein Widerstand eigentlich drin. Ne? Also ich mache was. Oder es gibt Leute, die sind krank, also es wird irgendwas getestet, dass man, was sehr viel verbreitet ist, sind Nahrungsmittelallergien. Ja? Und man darf plötzlich was nicht mehr essen. Also sie sind quasi zwangsweise in einem anderen Ernährungsmodul drin und würden eigentlich gerne. Und da haben wir ein ganz anderes Problem. Wir haben nämlich ein Gefühl von Mangel, von ich hätte gerne das, aber ich darf nur das. Das ist das Dilemma bei jeder Diät. Ja? Das ist so, man ist in so einem Ding von Verzicht und man muss sich irgendwie, also das ist ein anderer Zustand. Das ist kein freies Essen. Ja? Und mein Gedanke, den ich, also da habe ich gemerkt, so, huch, wie geht es denn frei? Was ist dann das Freie? Wie kriege ich dann einen freien Zustand im Essen hin? Also jetzt nicht, wie kriege ich es hin? Ich habe im Prinzip, gab es, ohne dass ich es gemerkt habe, etwas, was parallel mich in diesen ganzen Jahren beobachtet hat, wie es ist. Und ich habe mich zum Beispiel überhaupt nicht gezwungen. Es ist einfach passiert. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Es war an einem Tag, ohne dass ich es wollte, gab es irgendwie Hafermilch im Kaffee. Mag ich gern. Hafermilch und Kaffee statt Milch oder so. Aber es war kein, es war überhaupt eigentlich nicht nötig, dass ich es mache. Es gab keinen Mangel mehr. Und vorher hätte ich nicht verzichtet. Ja, weil ich dachte so, ich will ja essen, was ich nehme. Und dann wird mein Körper ja schon wollen, wissen, was er will. So. In der Osteopathie ist es so, da hat der weise alte Lehrervater William Garner Sutherland mal einen Begriff geformt, der nennt sich die freie Richtung. Er hat gesagt, es ist eigentlich egal, wie und wohin, das brauchen wir jetzt auch nicht nur im Thema Ernährung, sondern wir machen das ja viel in Bewegungs- und Körperzellen, dass wir uns wohin bewegen, wo wir etwas suchen. Ja, wir suchen einen Zustand, auch wenn er uns vielleicht gar nicht gut tut. Ja, wenn ja, wir rennen wo rein und denken so, ach, ich wollte es doch nicht machen. Ja? Ich gehe noch ein bisschen weiter und denke, ach, du wolltest es doch nicht machen. Ne? Aber ich manövriere mich rein. Sowas funktioniert auch mit Jobs oder Beziehungen, dass man sagt, so, ah, ich habe jetzt was abgeschlossen und beim nächsten Mal wird es besser und dann hat man wieder das Gleiche. Ne? Also manchmal auch dieses Gefühl von, wieso wiederholt sich denn da was, was ich eigentlich gar nicht entschieden hatte. Und da hat der Sutherland gesagt, das ist die freie Richtung. Da ist was ganz Intelligentes drin, was jetzt nicht so sehr mit unserem Entscheiden zu tun hat, sondern wir suchen da was. Ja, ihr kennt es vielleicht, Kinder mögen das gerne, immer wieder die gleiche Geschichte vorgelesen kriegen. Ja, da sitzen ein paar Omas und Eltern dabei, ne? Immer wieder die gleiche, wo man denkt, du kannst es ja schon auswendig, was willst du denn? Ja, aber da ist irgendwie eine Stelle, die macht ein gutes Gefühl. Das ist irgendwie eine freie Richtung. Also da ist ein Bild drin, das hat man irgendwie gerne, das entspricht einem. Ja? Und ein anderes gutes Beispiel ist auch, kommt gleich zum Thema Ernährung, ist, wie wir Filme auswählen. Im Film also haben wir ja auch einen Zustand, also nach einem guten Film fühlt man sich irgendwie gut. Aber was ist gut? Die einen mögen, naja, so den seichten Film, den es Sonntagsabend gibt, ich will keinen Namen nennen, wo es was vorne anfängt und man weiß, dass es gut ausgeht und es ist alles ganz lieblich und es gibt viele Landschaften und es ist ganz harmonisch. Und die anderen, die haben gerne was, wo Autos kaputt gehen und Metall aufeinander kracht und Action und so. Und ich sage, es gibt Filme für diese Tage und es gibt Filme für jene Tage. Ja? Wenn ich gerade mich geärgert habe über jemanden, dann habe ich gerne, dass der Film meine Gefühle wieder spiegelt. Ja, dann denke ich, oh, die haben mich erkannt, die sind genau so, wie ich heute gerade drauf bin, weil das ist Telefonat mit, ich sag jetzt nicht wem, oder so. Ja, das hat mich auf die Palme gebracht, da wäre dieses liebliche, irische Wasser nicht so meine Empfindung. Es würde mich nicht widerspiegeln, ich würde mich nicht finden, es wäre nicht meine freie Richtung. So, jetzt
die Ernährung, das Essen. Wir haben zwei spannende Stellen eigentlich im Körper. Habe ich gestern schon mal gesagt. Wir haben eine Außenhaut und unser Verdauungsschlauch ist ja eigentlich einfach ein Rohr. Es ist oben offen und unten offen. Ja? Ich mache es einfach so plastisch, wie es ist, weil ich finde, also wenn ich was esse, dann habe ich das Gefühl, erstmal so als Mensch, können Sie ja gucken, wie Sie es auch fühlen, dann habe ich das so in mir drin. Ja? Aber auf der Ebene, wo das Essen unseren Körper baut, das müssen wir uns ja auch immer vorstellen, das, was wir essen, baut ja unseren Körper. Ja? Das ist ja, wenn ich es gegessen habe, erstmal noch nicht drin. Das wird zerlegt und irgendwann kommt der Dünndarm und da haben wir Zellen, da findet Resorption statt. Resorption heißt Aufnahme und da ist die spannende Stelle, was suchen meine, wenn Sie wollen, dürfen Sie auch Platz nehmen. So, ne? Also ich wollte es nur sagen, stört mich. Ja? Da sitzen quasi Darmzellen, die entscheiden, nehme ich das, was mir da angeboten wurde, oder lasse ich es vorbei. Ja? Das ist so, und das sind Zellen, eine Zelle hat ja auch so wie so einen kleinen eigenen Geist. Wer leitet diese Zelle an, was sie zu nehmen hat? Also eigentlich meine ich ja, ich bin mein Dirigent in meinem Körper, also geht Ihnen vielleicht auch so, ne, dass ich meine, ich esse, da stand drauf, ist gut, außerdem schmeckt es mir, also esse ich es und dann meine ich, es kommt ja auch an. Das ist aber an zwei Passagen nicht unbedingt der Fall. Und das ist die Frage, wer redet denn damit? Ja, und diese eine Stelle ist wirklich der Dünndarm, also Darmstadt, total wichtige Stadt, also das ist eigentlich das Thema für unsere Stadt, ja, die Stelle der Aufnahme, ja, wo findet Resorption statt, ne, am Ende. Und die zweite Stelle ist, wenn die Dünndarmzellen jetzt entschlossen haben, ich nehme diese Nahrung auf, wir haben drei Grundbausteine, Zucker, Fett und Eiweiß, ne, das ist jetzt mal ganz vereinfacht, die nehmen wir auf. Und jetzt wird das weiter transportiert, also geht noch ein bisschen durch die Fortader, geht noch ein bisschen durch die Leber, wird noch ein bisschen zerlegt und irgendwann wird es irgendwo gespeichert. Dann ist die Frage, jetzt ist es in der Blutbahn. Irgendwann ist es in unserem Blut. Aber das Blut ist ja auch noch nicht richtig drin. Ja, beim Thema Diabetes wissen wir das, dass wir noch lange nichts davon haben, dass der Zucker im Blut ist, weil den Zucker brauchen, tut die Zelle. Die macht nämlich daraus Energie. Und aus Energie mache ich Bewegung und Gefühl. Und das ist unser menschliches Leben. Und das ist im Prinzip Bewegung und Gefühl sind dann wieder kleine Hormonbausteine. Und das ist die Stelle, die wir zweite Stelle, wenn das die Blutbahn ist, und sehr vereinfacht hier ein Körper drumherum, dann ist die Frage, komme ich hier rein als Stoff oder gibt es hier wen, der sagt, nein, da gibt es jetzt, ja, beim Thema Zucker ist es so, der Zucker kommt nur rein, wenn ihm jemand die Tür öffnet. Ja, das ist so, alleine schafft er es nicht, ne, da geht er immer vorbei. Es braucht jemand, der sagt, bitte hier, komm rein. Ne, und alleine schwirrt er halt im Blutkreislauf. Rum. Und das ist mit ganz vielen Stoffen so. Das ist so eins, was sehr bekannt ist oder so. Das heißt, wir haben zwei Stellen, die eigentlich von uns gar nicht bestimmt werden können in der Nahrungswahl. Richtig. Also ein bisschen schon. Also ein bisschen kennen wir uns auch in der Medizin aus. Ja? Wir wissen, dass wir sagen, ach, wenn wir das machen, dann helfen wir dem Pförtner hier, ne, dass er genauso viel Arbeit hat, dass er nicht sagt, ich kündige meinen Job. Ja, ich sage mal, Zellen sind wie Menschen. Wenn die sagen, hey, bei der Arbeit, so war der Vertrag nicht ausgemacht, ja, ich muss hier irgendwie arbeiten ohne Ende, dann gehe ich. Ne? Und das haben wir an ganz vielen Stellen im Körper, dass sich Gewebe dann in Bindegewebe umbaut. Das sagt, ich habe keine Lust mehr zu arbeiten, ich mache jetzt ja, was ganz Unfunktionales, Bindegewebe. Hast du ja, ne? Machen ja die Nachbarn auch, ne? Es gibt ja genug Bindegewebe drumherum, wieso soll ich das nicht auch machen? Wenn das Menschen wären, wäre es ein total normales Verhältnis, ja? Wenn man das einer Freundin erzählt oder einem guten Freund, der sagt so, du, ich bin vollkommen mit den Nerven am Ende bei dieser Arbeit, ja? Ich brauche einen anderen Job, weil sonst gehe ich kaputt, ne? Also gehe ich lieber selber.
So können wir schon mal unsere Organe vielleicht verstehen, weil das ist so, ich würde es auch machen. Also zumindest wäre es eine gesunde Entscheidung, oder? So, also aus der Sicht von diesem Moment. Das Bild könnte ich noch weitermachen, mache ich aber noch nicht. Der Zustand, den wir suchen, das, was ich vorhin gesagt habe, die freie Richtung von Herrn Sutherland, das ist ganz interessant, wenn wir anfangen, unsere Nahrung anders zu beobachten, was ich damit meine. Also war jetzt, glaube ich, niemand dabei, der gestern da war. Da hatte ich ein ahnenmedizinisches Beispiel von einer Frau mit einer schwierigen Geschichte im Ahnenfeld, aber wir finden sehr häufig schwierige Geschichten. Das war auf jeden Fall eine Frau, die hat sich vegetarisch ernährt, aber mit ganz, ganz vielen Milchprodukten. Also das war so, Milchprodukt war so, das war so, ohne das geht's nicht. Ja? Und das kennen wir auch, ne? So von, ach, ich esse ja kein Fleisch oder wenig oder keine Ahnung, so, aber mein Käse. Ne, oder mein Latte Macchiato oder was auch immer, wo halt die Seele so dranhängt, ja, das will man haben oder viel oder Quark oder was auch immer. Ne? Und es gibt ja, wenn wir jetzt mal gucken, wir wissen, Milch soll als Erwachsener nicht so gut sein. Das sind so Sachen, die hat man schon mal gehört im Thema gesunde Ernährung oder so. Weil für wen ist Milch? Für die Babys, genau. Für die ist es optimiert gemacht. So, ne? Und wir sind ja eigentlich groß und können ja eigentlich unsere Nahrung selber zu uns nehmen. Und jetzt ist das Verrückte bei der Milch, das ist jetzt nur ein Beispiel, und soll auch nicht heißen, wirklich nicht heißen, dass man irgendetwas nicht machen soll. Aber vielleicht kann man sich was erklären, was man da drin sucht, was man vielleicht mit einem anderen Teil des Lebens versteht. Milch kommt ja von Tieren, die, also ob jetzt die Kuh oder das Schaf oder die Ziege, sei dahingestellt, ja, die essen quasi Gemüse, also Gras, Chlorophyll, also Sauerstoff, und verdauen es uns vor. Richtig? Ja, also wir haben im Prinzip, also wir sagen ja immer so, als Menschen sind wir so weiterentwickelte Spezies, aber wir lassen jemand anders unsere Nahrung vorverdauen, und nehmen sie dann eigentlich erst in dem Zustand auf. Das ist, also ich finde das einen total interessanten Moment. Den habe ich nirgendwo, den gab es irgendwann mal in einem Gespräch mit einer Kollegin, die das gesagt hat, wo ich denke, ja, stimmt. Ne? Hat vielleicht schon was verändert. Und jetzt will ich keine Gruselbildern von wie wir manchmal mit Tieren umgehen als allgemeines, also das will ich erspare ich ihn. Aber es ist eben so, dass wir das, wie die Milch zu uns kommt, eben auch mitessen. Und das ist eventuell, ist da eine freie Richtung dran zu finden. Weil die Milch, und das hatten wir letztens mit unseren jungen Mädels Anfang 20, Gespräch irgendwie in der Küche, und die haben, da kam das Gespräch von, wie, die Kuh gibt die Milch nicht freiwillig? Nee, die Kuh oder das Tier gibt die Milch ihrem Kind. Also wem würden, also sitzen nur Frauen hier, wem würden sie ihre Milch geben? Ja, natürlich entsteht die Milch, also es gibt nicht eine Kuh, und das ist wirklich, das wissen manche Kinder wirklich auch nicht, vielleicht auch manche Erwachsene nicht, die steht nicht da und gibt einfach Milch oder Schokolade, ja, permanent raus, sondern es ist ein Zyklus, wo ein Schwangerschaft Zeit durchlaufen ist, wo ein Kind gekommen ist, und dann kommt die Milch. Ja? Wenn die Milch jetzt in unsere Produktion geht und zu irgendwas verarbeitet wird, also in Frankreich gibt es köstlichen Käse, also werden ja schicke Sachen draus gemacht, was kriegt dann das Kind? Also eigentlich wäre das ja sein, also dafür hat Mama es ja hergestellt, richtig? Ja, was kriegt dann das Kind? Ja, die müssen gehen, damit die Kuh noch Milch gibt. Ne?
Und wer schon mal so Kälber weinen hat hören oder die Mama nach ihrem Kind schreien, das ist so, könnten wir uns alle nicht vorstellen, so wenn wir gerade frisch ein Kind haben und es haben. Und das ist ein Mangelzustand. Ja? Das ist auch ein Verlustzustand. Das ist das, wo ich hin will. Ich will ihn nicht zurück. Aber ich finde das, also mir hat das sehr geholfen. Ich gucke das ganz therapeutisch an, wenn ich dahin gehe, dieses, vielleicht suche ich da was. Ne? Was ich gestern gesagt habe, so nicht zu tief reingehen, war eine schwierige Geschichte. Da hatte ich eine Patientin, ging um was anderes, die war wegen was ganz anderem auch da, aber die war so da, ich bin so genervt, weil ich immer aus, alle wollen, dass ich aus meinem Haus rausziehe, weil ich da so ein Dilemma habe. Ich bin da mit meinen Kindern und mein Mann hat aber eine andere Wohnung und er hat auch eine andere Frau, aber wir sind immer noch verheiratet und das ist alles so und alle sagen, geh aus dem Haus raus und ich will aber in meinem Haus bleiben. Und dann habe ich ein bisschen nachgefragt, dann kam raus, irgendwann im Ahnenfeld, Urgroßmutter, irgendwas, die sind, haben ihr Haus verloren, richtig tolles Haus, sind gegangen und dann hatte diese Frau selber, in der Osteopathie fragen wir sehr viel, was ist denn embryologisch passiert oder wie bist du auf die Welt gekommen, gab es da was Besonderes? Ne? Wir glauben tatsächlich, dass viele Symptome aus dieser Zeit erklärbar sind und dann kam raus, ja, meine Mutter hat, die hatte gute Gründe dafür, jede Frau kann gute Gründe, hat versucht mich abzutreiben, hat nicht geklappt. So, die haben jetzt trotzdem irgendwie ein Verhältnis und sind da und trotzdem fühlt es sich an. Und es hat sich einfach, das meine ich mit Ahnenmedizin, es hat sich wiederholt. Und jetzt ist sie wieder in der Situation, ihr Haus zu verlieren. Also wenn wir als Embryo unsere Gebärmutter verlieren, in der wir wachsen dürfen, ist das wie Häuser. Ja? Also wenn ich mal Zeit habe, schreibe ich gerne ein Buch Embryonalzeit, meine erste Miete. Das sind so Gedanken, was man so, dann macht, es ist sehr interessant, was man so in Wohnungen und Häusern erlebt. So. Und diese Frau hat jetzt dieses, oh, ich bin vegetarisch, ich kann das überhaupt nicht ertragen mit dem Fleisch, also von Kind auf an, das war jetzt so eine von, ich habe mich schon als Kind geekelt, niemand, ich musste ein Stück Fleisch essen in meinem Leben, das war das erste und das letzte, ne? Und da war der Ekel, der Grund warum, also der Ekel vor dem Blut und dem Fleisch, weswegen sie es nicht gemacht hat, aber die Milch, ja, und verstehen Sie diesen Zustand, also mit der Geschichte kann man doch diese, also wirklich diesen Satz, und das kennen wir alle von, ich brauche jetzt was. Ne? Also das eine ist, ich mache was zu essen und das andere, oh, ich brauche jetzt was Tolles. Ne? Und genau das. Ne? Und dann gibt es auch keinen Ersatz. Ne? Oder, kennen Sie das, ich gehe so gerne in Restaurants, ich weiß, ich habe ein Gericht und das esse ich immer wieder. Da scheiden sich die Geister. Ne? Die einen wollen immer was anderes, damit sie alles mitmachen. Ich esse immer gerne das eine, weil ich weiß ja, was mich erwartet. Und es gibt auch so ein Gefühl von zu Hause. Ne? Es ist so, wenn es dann aber nicht so schmeckt, wie man es gewohnt ist, ist es doof. Ne? Aber meistens kriegen die das ja ganz gut hin, wenn es keine Aushilfe gab. Ja? Aber jetzt zu dieser Frau mit diesem, da ist der Mangel, da ist der Verlust von Mama. Dieses Gefühl, nicht gewollt zu sein. Ja? Das ist, verstehen Sie, was ich meine? Milch ist, das ist eine Substanz und da sind Hormone drin, die Mutter dem Kind mitgibt, auch Abwehrkraft. Ja? Die ist da, die schützen das Baby. So. Und jetzt hat die Not. Was ist Not? Wie fühlen wir denn Not? Not, also wenn wir ein kleines Teil haben, was wir in der Medizin suchen, im Körper, in der Zellbiologie, wo wir nicht wissen, was ist, ist es meistens ein Protein. Ein kleines Protein, manchmal ein bisschen Zucker bei, manchmal ein bisschen Fett dabei. Das ist jetzt sehr vereinfacht. Mein bester Freund, der Chemiker, ist jetzt nicht erfreut über die Antwort. Ja? Aber es ist ein kleines Stückchen ein Hormon, was irgendwie aussieht. In dem Sinne von Mangel wäre das jetzt mal so ein Zeichen. Ne? Das ist ein Gefühl. Das geht auch in die Zelle rein, muss verstoffwechselt werden. Also wir müssen unsere Gefühle genauso stoffwechseln wie Nahrung. Ja? Also an dieser Stelle ist es total egal, ob es ein Nahrungsmittel ist oder ob es ein Gefühl ist. Sie erinnern sich an das Beispiel mit der Oma und dem Reibekuchen. Ja? Der glücklich gegessene, vollkommen ungesunde, fetttriefende Reibekuchen, im glücklichen Zustand gegessen, macht vielleicht richtig satt und ja, und macht so viel andere Hormonausschüttung, dass der im Prinzip gesund ist. Ja? Und jetzt
kommt das gute, gesunde, super tolle Superfood, Bio-Essen, haben wir auch unten am Stand mit Beratung. Jetzt kommt das an. Und es gibt ganz viele, auch junge Menschen, die haben chronische Resorptionsstörungen im Darm. Was heißt das? Wir hatten Zeitzeichen. Kommt niemand danach. Ja, der Übergang von den Darmzellen, die sich aus dem Darm Sachen ins Blut holen, da ist zum Beispiel eine chronische Entzündung drin. Ja, gibt's ganz viele junge Frauen, sind zu Erkrankungen im Vollbild, heißen die Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, ist sehr, sehr viel verbreitet bei jungen Frauen zwischen 20 und 30, Männern aber auch mal. Da entzündet sich die Darmhaut sehr und im Vollbild kann es sein, dass überhaupt gar nichts mehr aufgenommen werden kann. Dann nutzt an einer bestimmten Stelle auch nicht erstmal nicht viel Ernährung, weil wir, das war das Bild mit dem, ich tue es rein, aber es kann nicht ran, weil da ist eine Darmwand, die ist, was ist eine Entzündung? Entzündung ist ein Gefühl von Wut. Haben Sie sich in der Partnerschaft schon mal richtig entzündet mit jemandem oder mit dem Chef? Das ist eine Entzündung. Ja? Eine Entzündung, sage ich Ihnen, das ist ein gesunder Zustand, solange er nicht chronisch wird. Ja? Also für eine Zelle ist es super, wir haben immer mal Entzündungen, wir sind mal erkältet, wir sind wieder gesund, danach fühlt man sich eigentlich ein bisschen besser als vorher und hatte gedacht, ach, war gut, ich hatte ein bisschen Pause und jetzt habe ich mich eigentlich stabilisiert. Ne? Und eine Entzündung ist aber so, oh, bam, das platzt mal ein bisschen und dann ist wieder gut. Ja, ein chronischer Zustand ist anstrengend. Und das macht was mit unserer Aufnahme. Wenn wir chronisch mit etwas beschäftigt sind, ist das aber vielleicht auch eine freie Richtung. Also, ne, Sutherland sagt ja, es ist auf jeden Fall, oder das denke ich selber auch, ne, es muss doch was Intelligenz drin sein, wenn so viele Zellen in unserem Körper bestrebt sind, das auszudrücken. Ja? Und deswegen meine ich, wie kann es denn sein? Also vielleicht junger, gesunder Mensch, gesund ernährt, Familie, tipptopp, ja, Beruf, Angebot, tipptopp. Also es gibt nichts zu finden und trotzdem gibt es eventuell so eine Erkrankung. Und dann gucken wir halt weiter nach hinten, warum zeigt der Körper von, ich kann das nicht aufnehmen, es geht nicht. Ja? Und dann ist es so, da sage ich, da suche ich halt in der Ahnenmedizin, weil ich finde, ja, ich liebe Zellbiologie, ich liebe wissenschaftliche neue Erkenntnisse, ich baue die alle ein. Das ist halt nicht, wie ich forsche. Dann gucke ich aber und baue das auch zusammen und gucke, finde ich was weiter hinten? Ja, was mir vielleicht erklärt, warum ich da hingehe. Ne? In dieser halben Stunde habe ich jetzt nur Zeit für dieses richtige Beispiel Milch. Ich hoffe, Sie haben es ein bisschen verstanden und wir machen auch gleich noch eine Fragerunde. Aber die gleiche Stelle am Darm, die Schwierigkeit, können auch unsere Zellen hier entwickeln, weil auch unsere Zellen sind Elternzellen und irgendwann haben die eine Lebezeit, die ist um. Manche leben ein paar Tage, manche ein paar Monate und dann ist die um die Zeit und dann geben die, was die gelernt haben, die Zellen, an ihre Tochterzellen weiter. Die sagen, so bin ich gut durchs Leben gekommen, das gebe ich dir mit, so ist die Strategie, so haben wir das schon immer gemacht in unserer Familie, ich will, dass aus was ordentlich aus auf dir wird, so machst du das. Das ist ein total richtiges Verhalten, ja? Und eine Zelle hat Stressrezeptoren, jetzt auch wieder sehr vereinfacht. Mein bester Freund würde jetzt gucken. So, und wir haben was für glückliche Gefühle und noch andere Sachen. Und wenn eine Zelle sehr, sehr viel Stress hat, also zum Beispiel chronische Entzündung, dann verändern sich eben, also es verändert sich eben nicht nur die Aufnahme, sondern es verändert sich auch über die Zellen die Rezeptoren. Die können sich nämlich auch verändern. Die sagen, also der Körper ist so toll, der macht, was er nicht braucht, baut er ab. Ja, da gibt es keine komischen Schubladen oder so. Oder in den Keller, die vorlaufen, der sagt, ja, wenn das hier gar nicht benutzt wird, weil wir haben keine Zeit, wir müssen uns ständig entzünden, dann muss es jetzt sehr kurz machen, weil wir nicht mehr sehr Zeit haben, können wir uns jetzt über mehrere Generationen von Zellen da hinein manövrieren, dass das das Hauptthema ist.
Solange das jetzt noch passt, haben wir keine Symptome. Das ist total toll, wir hatten das gestern. Was heißt Gesundheit? Gesundheit könnte man, es gibt viele Varianten, so definieren, dass wir sagen, wir können, gesund sind wir, wenn wir uns an das sich ständig verändernde, an die sich ständig verändernde Umwelt anpassen können. Dann sind wir flexibel, dann sind wir mitgegangen, dann haben wir uns so verändert. Und Sie kennen das alle, manchmal wollen wir überhaupt nicht mitgehen mit irgendeiner Veränderung. Das ist eine der menschlichsten Symptome der Welt oder so. Ne? Und das macht uns Stress, weil wir merken, es ist Widerstand. Ja? Das Gute daran, es geht auch umgekehrt. So geht dann Therapie oder man macht Ruhe. Ne? Die können das auch wieder andersrum lernen. So. Aber das ist im Prinzip die gleiche Stelle wie am Darm. Und das hatte ich am Anfang, ich soll aufhören, ist die gleiche Stelle wie am Darm. Wer redet bei diesen Rezeptoren mit, was sie machen, wenn es eigentlich unlogisch ist? Ne? Wir hatten es am Start, es sind junge Menschen, immer mal wieder, die sagen, ey, ich mache alles, aber auch alles, was richtig ist. Aber irgendwas fehlt hier. Und dann suchen wir im ahnenmedizinischen Bereich einfach, wir versuchen einfach nach Antworten zu suchen. Das ist dann nicht die Therapie. Ja, das will ich jetzt nicht falsch verstanden haben. Aber wenn wir was verstehen und akzeptieren können, dass es so ist, wie mit so einem Aha, die Frau sucht immer wieder dieses Gefühl, wie wir das in dem Film suchen, nach diesem Mangel, weil das ist immer das, was sie wieder erlebt hat. Der geht es inzwischen ganz gut in ihrem Haus. Ja, die hat so einen Satz immer wieder, mehrmals am Tag, ne, so dieses, ich darf in meinem Haus bleiben. Ich mache das einfach so, egal. Ja, es ist da, ich bin da, der geht es gerade ganz gut. So, aber das ging nicht, weil da sich was verändert hat, sondern weil sie verstanden hat, ey, ich habe immer wieder was reproduziert von meiner Uroma. Ja, aus Liebe im Prinzip, weil die hatten damals keine Zeit beim Fliehen, sich um irgendwelche tieferen Gefühle zu kümmern. Ja, und die Idee, dass das weitergegeben wird, weil wir in einer freieren Zeit leben, wo wir alles haben, finde ich interessant. Ich kann mir vorstellen, dass das so geht. Und das ist nicht, ich meine das nicht genetisch, jetzt ein veränderter Chromosom. Das war jetzt die Frage, die gestern eine Frau noch nach dem gestellt hatte. Das ist jetzt das Letzte, was ich erzähle. Sondern wirklich auf dieser Ebene von Gewebe, Bindegewebe. Ja? Weil das Bindegewebe hat, wir haben so eine Art, nenne das embryologische Starterpaket von Mama. Ja, das ist so der Gefühlshaushalt und ist natürlich auch mit Papa gemischt, ne, aber einiges bekommen wir von der Mutter, ne, Energie, Mitochondrien und so. Und deswegen ist es so interessant, was in der Zeit passiert, weil wir teilen uns einen Kreislauf. Mama, Embryo, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir alle Gefühle zu 100% mit Mama geteilt. Ja, also wir haben eigentlich noch überhaupt keinen Unterschied. Und das ist interessant. Und so kann es weitergegeben werden, dass wir vielleicht relativ angespannt sind, dass wir einfach so ganz bindegewebstechnisch Sachen haben. Und was mir zum Beispiel auch noch passiert ist, meine Mutter ist irgendwann gestorben. Und irgendwann, war vielleicht ein Jahr später oder so, das habe ich aber überhaupt nicht bewusst gemacht, habe ich gemerkt, im Moment esse ich am liebsten die Gerichte, die sie gerne gegessen hat, die ich gar nicht so doll mochte. Aber ich habe wirklich, irgendwann dachte ich mal so, hallo? Also das war interessant vom Essen, wo ich dachte, Mensch, da habe ich versucht, mich mit meiner Mutter zu verbinden und in Liebe irgendwie Pizza, Salami, Zwiebeln gegessen, weil die stand auf Italien einfach so. Ne? Die hat da gern auch gearbeitet und so. Und das war toll. Und verstehen Sie, ich habe was gesucht da drin, das habe ich aber null gemerkt. So, ich habe das einfach mal bestellt. Wie gesagt, ich war ja vorher vegetarisch. War vielleicht mit einem Grund. Ja? Und was ist da drin? Ich werde nochmal abschließen jetzt mit einem ganz kleinen Gedicht, weil es dazu passt. Das hatte ich gestern auch. Ist von mir aus einem größeren Textkontext, aber der kleine Abschnitt passt vielleicht. Die Wunden. Wir müssen sie sehen und auch und tief im Innern unserer Seele verstehen. Drum lass die Heilung wirken, auch auf der seelenwunden Fleck, und wünsch dir nicht einfach nur die Symptome hinweg. Denn all dies ist weise und es will mit uns sprechen
Und wir wollen doch heilen und mit der Weisheit nicht brechen. Kontakt ist hier das Zauberwort. Und du erlangst die Erde als Heimatort. Das ist das Zuhausegefühl. Und es ist vielleicht nicht so einfach, da reinzugehen in so ein Thema. Ja, sie haben alle Gefühle, der Raum fühlt sich auch an. Aber es ist eben der Kontakt. Wenn wir sagen, ich schleppe es sowieso die ganze Zeit mit mir rum, diesen Mangel. Und es, jetzt bei dem Beispiel, ja, dieses Mangelsymptom. Es ist mutig, dahin zu gehen. Aber es fühlt sich so an, als wenn man endlich, auch wenn es ein blödes Zuhause war, aber es war das Zuhause, was wir vielleicht gesucht haben. In Filmen, in Betäubungsmitteln, in Nahrungsmitteln, muss man nicht auf Nahrung machen. Ja, das nur alles reduzieren. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Wenn Sie was mitmachen können, machen Sie was mit. Ansonsten ist es schön, dass Sie da waren. Dankeschön.